Willkommen zurück. Das mit dem Seim hat leider nicht funktioniert, weil ich in der letzten Folge den Aufzug wieder nach oben geschickt habe, ohne drin zu sein. Und es gibt keine Möglichkeit, den wieder runterzuholen. Ja, das ist schon wieder Joe Green. War das nicht der Typ in der Bar? Drogendealer, genau, zu dem wollte ich. Ich bräuchte von dem eine Flasche Seim. Ja. Yep. Das hätte ich gerne. Und dafür kriege ich hoffentlich gleich die Lamb. Außerdem. Rook's the name. Was weißt du denn über die Gang called the Rooks? Gang? Who calls them a gang? Just what I heard. Bunch of pussy cats. I come within 50 yards. Ich hab Angst vor dir. Seems that other people aren't so lucky. Always talking big, trying to be players. The junkies found a box of lambs the other day. Now El Rey puts on the show of being an arms dealer. The junkies? Oh, sure. Only a matter of time until someone's stash disappears and people start blowing das up. Das wohl wahr. Dann, nehme ich denen die Teile doch besser mal ab, indem ich dich ausschalte. Junkies am Bahnhof, genau, wir haben eine Kiste Lambs. Come on, bro, no cops down. Wo find ich die denn? Good neighbors keep each other's business private. You want to set a price? I'm a good neighbor. You wanna buy something or not? Ich will wissen, wo die sind. Die haben das Ambrosia. I'm with you, Natco. Start talking. I ain't going back to jail. Let's try some word association. First word, Ambrosia. Bitch, I ain't going back to jail. Tot. Oh, noch ein bisschen sein. Aber das da brauche ich nicht. Das da brauche ich nicht. Hab ich Schaden gekriegt? Nein. Gut, das war ja erstaunlich einfach. Hey du. Hey du, kann mal stehen. Ich will dich anquatschen. Du bist ein Junkie. Na gut. So, wo war denn. Wo war ich denn gerade? Ich glaube, ich war da drüben. Ja. The doctors in that clinic. Hier ist das Frauenklo. Gibt's aber auch kein Junkie, oder? Oder irgendwie so als anderes Zeug. Was ich gebrauchen könnte? Vielleicht ein Dietrich? Nein, nichts. Das hab ich mit dir schon gequatscht. I'm looking for the mole people. You don't want to camp with them. Trust me, they're too political. I don't need a place to camp. I started the mole people. Oh. I was there first. And then they made up committees that throw people out just because they don't like the way you look. Oops. How do I find them? Don't bother. They're elitist. And now the NSF is down there too. Hui, die schmeißen die eigenen Leute raus. Das ist nicht sehr freundlich. Was gibt's denn in der Zeitung? Ach, die schwarzen Helikopter wieder? Nee. Hier gebe ich gleich dein Seim. Was machst du denn? Leave me alone. Entschuldigung. Ich wollte da nicht stören. All I want's one. Ja, gib mir die Bombe und vielleicht gebe ich dir was. Zime, if you'll give me the lamb. Dich da selber in die Luft sprengen. You got some? Really? Yeah. Let's see the lamb. Take it, man. Whatever. Where's the Zime? Make it last. I killed homeboy out by the tracks. Sag danke. Und das da lasse ich dir auch nicht. Das schmeißen wir besser mal auf die Gleise oder so. So, mit dem habe ich gequatscht. Der wurde rausgeschmissen. Habe ich mit der da schon geredet? Nurse knew I was sick. Nein. She just don't care. Aber sie ist krank. Naja, das Sein wird wahrscheinlich nicht als Medizin funktionieren. Liegt hier. Da lag doch gerade was. Ist da hinten noch was? Nein. Und da auch nicht. Okay. Mit dem da habe ich noch nicht gequatscht. Da hinten war, glaube ich, der Drogendealer. Ah, das sind noch Leute. Hi, honey. I don't handle the money. Talk to Charlie. Okay. Siehst du nicht so ein bisschen aus wie die, wäre die Tochter von dem Hotelier oder ihre Freundin? Na du, willst du mir vielleicht den Lärm geben? Man, you got any Zime? I hear someone found a box of lambs down here. A grenades? Oh yeah, but they're all gone now. Jetzt. Where'd they go?
A lot of people took them, but not me. I was too late. Who? Anyone still have one? Yeah, with my friend Lenny. Except he got sick. I don't know where he went. Anyone else? I think most people sold them to the NSF, but not me. That's why I'm broke. You gotta help me get some Zyme. Rock's all high and mighty now that there's money going around. Nein. Sorry. Can you tell me how to find the mole people? Help me, man. I'm out, and Rock cut me off. Hey, man. Na gut. Take a while. Oh, cool. So maybe you can calm down for a second and tell me how to get to the mole people hideout. Oh, yeah. Bitte. Yeah, sure. They're in the tunnels. Wie komme ich da rein? And? The keypad's under the sink, in the woman's bathroom. Everybody knows that. The code? Got me. The mole people keep me out because they don't like Zyme. Okay. Hey, thanks, dude. Ja, einem Junkie kann man nicht vertrauen. Das sollten wir mittlerweile alle wissen. I hear the NSF are using the mole people hideout as a base. Are you the feds? We don't need a war down here. I work for UNATCO. Well, the NSF come through here, but they don't bother us. If we need help with anything, it's our plumbing. We lost pressure because of the explosions on South Street. Tough break. You tell me about the NSF, and I'll put in a word with the city about the water. The city don't know we got water, and they don't need to know. How about you fix it, and then I'll talk. I don't have much time. I would open the valve myself, but there was a cave-in. Utility door's blocked. It's up at the north end of the tracks, in case you want to take a look. Okay. Clearing a tunnel. That would require explosives. Hab ich. It could be done. A lamb would do the trick. It's just that I'm not gonna be the one to talk to the rooks. They'd probably sell us one, but they don't like people going into their turf. Just the whole upper level. So, I tried to clear a path to the door, but I'm not worth a nickel anymore. Ah, hier. Das sieht nicht so gut aus. Da kann man wahrscheinlich aufsprengen. Okay. Hier kam ich soweit bisher durch. Kann ich da irgendwie hoch? Vielleicht mit der Kiste von draußen? Ach komm, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Ich hab doch die Teile. Wieso gerade einen verdient? Also einmal reinwerfen, dann die Tür zu und um die Ecke. So. Und falls es schön war, speichern. Okay, was ist hier? Das sieht nach kaputt aus. Das macht wahrscheinlich Schaden. Aber zum Glück gibt es hier dieses kaputte Rohr. Kann man bestimmt drüber. Nein, nicht drüber, aber durch. Nein, Dietrich. Moment. Das geht auch anders. Ja. Das geht auch bestimmt anders. Mist. Ich würde da gerne hoch. Vielleicht sollte ich mir tatsächlich so eine kleine Kiste von da draußen holen. Damit könnte das funktionieren. Wo sind die denn? Wo ist denn die nächste? Da. Komm mal mit. Ich kann damit jetzt leider nicht springen. Aber das sollte ein lösbares Problem sein. Genau. Das war ja einfach. Da will ich hin. Ja, und was macht ihr so, wenn ihr drogenabhängig seid und eine Kiste mit Sprengstoff findet? Was würdet ihr da tun? Na, nein, 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 da geblieben. Nein, 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 da bleiben. Och, Moment. Hey, Moment. Kann ich da runter durch? Nein. Sah gerade so aus. Ach komm, was soll's. Ah, ja, genau, das ist das Problem. Komm ich da drüber? Nein. Ein Dietrich oder ein bisschen Schaden? Ich habe vorhin Schokolade gefunden. Dann nehme ich doch ein bisschen Schaden. Ist doch egal.
Was soll's. Oder habe ich vielleicht sogar einen Schlüssel dafür? Nein, das nicht. Wie war das? Irgendwie muss ich aufdrehen, ne? Ja, Ventil drehen und... Ventil drehen! 100 Fähigkeitspunkte. Und damit haben die Leute hier wohl wieder Wasser. Der Dampf hat aufgehört. Oder der Überdruck. Ist dadurch jetzt wohl weg. Und jetzt hast du hoffentlich für mich einen Lamm. The waterline should be open now. Good. Glad to see you UNETCO boys do something for the community. Now can you tell me about the NSF? The NSF? Yeah. They took over our tunnels. Vielleicht? How do I get there? Go to the women's restroom on the other side of the station. Look for a keypad under the sink. Combinations 5482. Okay. Great. I'm glad I can help you out. 5482. Da geht's also weiter. Jetzt möchte ich einmal kurz noch nach oben und dem El Rey was, glaube ich, erzählen, dass ich den Drogendealer außer Gefecht gesetzt habe. Dann hat er vielleicht auch noch mal eine Lampe für mich. Weil einerseits will ich die natürlich für mich selbst haben, um sie zu haben und benutzen zu können, wenn ich sie brauche. Und andererseits will ich nicht, dass hier irgendwelche Junkies mit Sprengstoff rummachen können. Haha, das sah doch so nach einem Versteck aus. Ein Junkie plus Sprengstoff, das kann unter Umständen gut gehen, eine ganze Weile. Aber eigentlich ist es eine Frage der Zeit, bis da einer auf eine blöde Idee kommt. Ein Delirium im Zug. Dann das Ding aus Versehen, vielleicht auch absichtlich einsetzt. You win. I got rid of the dealer downstairs. Yeah? You killed him? Just another parasite. Hot damn. That guy you just killed? He's been in my way for months. Now I got the whole station. You can have the lamp. Now I can afford me a Gep gun. Okay. Soll ich die jetzt auch noch umlegen? Strutting around Rook's turf. Ich finde es ja unsympathisch, wenn du jetzt die Haltestelle an dich reißen willst. Was passiert denn jetzt, wenn ich den umlege? Sind nämlich Leute feindlich? Ja, seine Wächter. Naja, okay. Da darfst du leben. Zumal es ja eben auch als Sekundärziel angezeigt wurde. Kann ich mir denn schon irgendwas leisten? Am liebsten wäre mir ja Pistole. LRWs. Das Gewehr habe ich schon. Das Gewehr, Sturmgewehr und Schrotflinte. Davon habe ich 3 Stück. Das dürfte sich lohnen. Ja, das profitiert auf jeden Fall davon, das ist genauer geworden dadurch. Das da wahrscheinlich auch. Ja, klar, die Pistole ist noch ein Stück weit genauer. Die hat die ganzen Modifikationen. The doctors in that clinic. They ain't worth 5 credits. Aber das ist ja sicher nicht verkehrt, die anderen auch gut zu beherrschen, die Waffen. Da ist der Code. Jetzt habe ich leider in meinem löcherigen Gedächtnis den Code wieder vergessen. 5482. 5216. 5482. Wo ist die Tür? Ach, da hinten. Das ist ja geschickt. Nochmal 100 Fähigkeitspunkte. Und einmal speichern. Trau dem Braten hier gerade nicht, wenn hier die NSF ist. Speichert die mal nochmal richtig. Was haben wir denn hier? NSF. Tunnel. Das ist NSF. Das sind Unschuldige. Da ist ein NSF-Typ. Oje, 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 oje. Ich glaube, das könnte spannend werden. Und deswegen mache ich an dieser Stelle einen Folgenschnitt.